Neulich hatten wir Besuch zu Hause. Endlich mal wieder. Alte Freunde waren gekommen. Lecker Essen, viele Neuigkeiten aus den Familien, Austausch über die Arbeit, nette Gespräche. Wir haben es genossen. Und dann, was kaum zu vermeiden war, wenn man bei Pfarrersleuten eingeladen wird, kam die Rede auf die Kirche. Vielleicht war es der Höflichkeit geschuldet. Das Urteil über die Evangelischen verlief noch einigermaßen glimpflich. Leider auf Kosten der katholischen Kirche, die alle Schelte des kritischen Zeitgenossen abbekam. An dieser Stelle bekam unser Gespräch eine kritische Wendung. Einseitigkeiten verfestigten sich zum Klischee. Wir haben keinen Papst, wir sind liberaler als die Katholiken, unsere Pfarrer dürfen heiraten, wir sind toleranter als die anderen Religionen und so weiter und so weiter. Vorsicht, Falle. Bleiben wir nüchtern. Es zeugt von eigener Überheblichkeit, wenn das Abwerten der anderen herhalten soll, um die eigene Identität zu beschreiben. Sich zu Lasten anderer ins helle Licht zu stellen, reicht nicht wirklich aus, um andere Menschen vom eigenen Glauben zu überzeugen. Dabei gibt es doch wirklich gute Antworten auf die Frage, was an unserem evangelischen Glauben so stark und so berührend und so befreiend ist. Dazu reicht ein Blick in die eigene Tradition, zum Beispiel das vierfache Allein, die Soli Martin Luthers, Kernpunkte der reformatorischen Erkenntnis. Danach lässt sich unser evangelischer Glaube an einer Hand abzählen. Solus Christus. Allein Christus. Sola Scriptura, allein die Schrift. Sola Fide, allein durch Glaube. Und schließlich Sola Gratia, allein aus Gnaden. Ich sag's mal persönlich. Gnade ist für mich ein wunderbares Wort. Sie ist für mich lebensnotwendig. Ich lebe davon, dass der, dem ich vertraue, gnädig mit mir ist. Weil ich es oft mit mir selbst eben nicht bin und mit anderen auch nicht. Und weil ich mich oft verrenne bei dem verzweifelten Versuch, eigene Fehler zu kaschieren, zu entschuldigen, kleinzureden. Gnade tut so unendlich gut. Nicht allein, was wir leisten, gibt uns Wert. Das erleben wir jeden Tag mit Menschen, die mit Beeinträchtigungen leben müssen. Nicht, was wir kaufen, horten, bauen, begründet unsere Würde, sondern dass wir ins Leben geliebt werden, allein aus Gnaden. Ein starkes Wort, ein Wort, das widerspricht, ein Wort, das aus Protestanten Protestleute gegen alle Gnadenlosigkeiten unserer Zeit macht. Und ein Wort, das mir Freiheit schenkt, Verantwortung zu übernehmen für Gottes geliebte Erde, ohne Angst vor eigenen Fehlern. Übrigens, am Ende reichte das aus für eine doch noch gute Wendung unseres Gespräches.